Es gibt viele Menschen mit verrückten Ideen. Einige konnten ihre Idee mithilfe der Vision Bakery umsetzen. Bisher konnten alle erfolgreichen Projekte zusammen über 25.000 Euro sammeln. Grund genug, um einen Blick auf ein paar der erfolgreichen Geschichten zu werfen. Ja, hallo, ich bin der Ron von Born to be Awesome. Wir sind ein Streetwear-Klamottenlabel hier aus Leipzig und wir haben unsere Maschinen, einen Plotter und unsere Textilpresse über die Vision Bakery finanziert. Da sind mehr als 2.500 Euro zusammengekommen und gerade das hat uns erst die Möglichkeit gegeben, als Unternehmen richtig durchzustarten und eigen zu produzieren. Dafür wollen wir uns ganz sehr bedanken bei der Vision Bakery und natürlich auch bei unseren Spendern. Vielen Dank euch. Hallo, ich bin Claudius vom Horns Erben und wir haben ein Vision Bakery Projekt gestartet vor einiger Zeit und da ging es um die Sanierung unserer Fassade. Und wie man hier im Hintergrund sehen kann, sind wir schon ganz schön weit vorangekommen, dank dem Projekt bei der Vision Bakery. Wir haben es nämlich geschafft, innerhalb von 2,5 Wochen über 4.500 Euro zu generieren und freuen uns natürlich, dass das so super geklappt hat und können es eigentlich nur empfehlen. Die Vision Bakery ist für uns von Analog Soul so eine Art Katalysator. Wir stecken vorne eine Idee rein, dann kommen ganz viele Fans und Unterstützer und reichern die an und hinten kommt dann eine fertige CD raus. Und das hat schon bei zwei Bands geklappt, bei A-Forest und Madmahaka, für die ich hier stellvertretend sitze. Und ich denke, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir Crowdfunding mit der Vision Bakery machen. Ich bin Regina von Hof Kaoti. Wir haben bei Vision Bakery ein Projekt eingestellt für Paddockplatten für unsere Pferde, die hier stehen. Wir hatten einen Kostenvoranschlag von 700 Euro und dank der Hilfe vieler Unterstützer haben wir über 900 Euro zusammenbekommen. Wir danken tausendmal. Hallo, wir sind die Two & Stones und wir haben dieses Jahr mit Hilfe der Vision Bakery ein bisschen Geld gesammelt, um unser aktuelles Album auf Vinyl rauszubringen. Tada. Das ist das Ergebnis. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Mein Name ist Sebastian Opp von Mirador e.V. und 2011 haben wir für unser Projekt in Guatemala über 700 Euro eingenommen. Hallo meine Lieben, es gibt Neuigkeiten. Und zwar ist mit Hilfe der Vision Bakery aus diesem grünen Buch ein blaues Buch entstanden. Aus Le Voyage de Simbi wurde Simbis Journey. Das ist momentan noch im Korrekturverlauf, aber ich denke, in wenigen Wochen halte ich das richtige Buch in der Hand und werde das auch an alle Unterstützer weiterleiten. Ja, und ich freue mich natürlich auf eine weitere Zusammenarbeit. Danke, Vision Bakery. Dank euch habe ich jetzt zwei GPS-Geräte, mit denen ich meinen Freunden, Bekannten und meinen Kunden die Stadt mit anderen Augen zeigen kann. Und ich habe jetzt eine neue Idee und überlege über ein neues Projekt. Hast auch du eine Idee, für die du Unterstützung brauchst? Oder möchtest anderen helfen, ihre Idee zu verwirklichen und gleichzeitig als Dank tolle Gegenleistung bekommen? Dann besuch uns doch einfach auf visionbakery.de.